Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressor-Kühlbox 12 Volt, Wemo, und die kühlt nicht. Und zwar habe ich als Beispiel die Y35PX und der Kunde reklamiert, die funktioniert nicht, neu bekommen oder auch älter, und sie funktioniert nicht, sie zeigt immer nur A und irgendwas an. Das schauen wir uns jetzt aus der Nähe an, hier auf dem Display. Ihr seht hier das Display, und wenn ich hier auf dem Display, also ich schalte jetzt die Box, gebe ich Strom drauf, dann kommt A-01. Fertig. Mehr macht die Kühlbox nicht. Hier habe ich die Kontrollleuchte, die leuchtet, und wenn ich hier drauf drücke, Einschaltknopf, geht auch nichts. Diese Box ist scheiße. Wenn ich hier fünfmal drauf drücke, geht nicht. Wer die Betriebsanleitung gelesen hat, dem steht hier lange drücken. Geht immer noch nicht. Ich drücke hier lange drauf. 3 Sekunden. Und jetzt zeigt es mir hier 7 Grad an. Der Kompressor fängt an zu laufen, der Ventilator fängt an zu laufen. Wenn ich diese Box hier wieder ausschalte, lange drücken, leuchtet diese Lampe, und ich trenne die vom Netz, da hat es hier noch einen Kondensator, der geladen ist, und irgendwann geht auch diese Lampe aus. Und wenn ich jetzt wieder 230 Volt oder 12 Volt einstecke, kommt hier kurz A-01. Ja, das ist die Störung, dass die Kühlbox nicht läuft. Einfach lange den Einschaltknopf drücken, hier diesen Knopf lange drücken, und dann steht wieder minus 7. Dann kann ich auch hier unten Set-Taste drücken. Hier ist 1 Grad Celsius eingestellt. Hier kann ich dann lange nicht so schnell reden. Set-Taste drücken. 1 blinkt, und hier kann ich dann runterfahren bis auf minus 20, 22, ich kann wieder hochfahren. Wenn ich nichts mehr mache, bleibt diese Temperatur. Wenn ich hier zweimal drücke, fängt das Celsius an zu blinken. Ich kann hier rauf und runter fahren. Und es wechselt von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit. Wenn ich dann nichts mehr mache, zeigt es mir wieder die Ist-Temperatur an. Und die ist jetzt nicht mehr 7, die ist 42 Fahrenheit. Also wenn jemand hier Fahrenheit anzeigt, dann ist das Fahrenheit. Wenn ich wieder Set drücke, zweimal, kann ich hier umstellen auf Celsius. Und wenn ich hier dreimal Set drücke, 1, 2, 3, dann steht hier High, Low und Medium. Das ist der Unterspannungsschutz von der Box. Bei High schaltet die Box bei 70% der Batteriekapazität aus, bei Low bei 30% der Batteriekapazität, also ich brauche 70 aus der Batterie, und mit Medium, Mittel, heißt bis 50%, also ich entlade die Batterie um 50%, das ist bezogen auf eine Blei-, AGM- oder Schälbatterie. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.